Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Profil Talks, einem Gespräch über die spannendsten Themen in Österreichs unabhängigen Nachrichtenmagazin. Und heute dreht sich bei uns alles um die Kandidatur von HC Strache mit seinem Team bei der Wienwahl. Stefan Milicher und Eva Linsinger sind bei mir zu Gast, die beiden Profiljournalisten. Eva, ich starte gleich mit dir. Welchen Blick werft ihr denn eben auf diese Kandidatur von HC Strache bei der Wienwahl im aktuellen Profil? Es scheint ja jetzt ziemlich gesichert, dass er antreten kann, was eigentlich schon einmal spannend ist, weil viele andere Politiker hätten nach diesem Auftritt in Ibiza wirklich eine Rückkehr in die Politik nicht in Erwägung gezogen, sondern hätten sich irgendwie verschämt in einen Winkel zurückgezogen. Er will es noch einmal wissen und da spielt natürlich auch eine Rolle, wie sehr werden denn die Ermittlungen, die im Untersuchungsausschuss, die rund um das Ibiza-Video, die rund um die Malversationen, die dort angesprochen sind, eine Rolle spielen. Wie sehr werden strafrechtlich relevante Dinge auch zur Sprache kommen? Wie sehr werden sie Wahlkampfthema werden? Und wie sehr wird die Ex-Partei, die FPÖ, auch diese Gelegenheit nützen, allerlei Schmutzwäsche zu waschen und allerlei Vorwürfe ans Tageslicht zu bringen? Stefan, was kann denn strafrechtlich noch auf ihn zukommen, auf HC Strache? Naja, da laufen eigentlich mehrere große Brocken. Das eine ist bekanntermaßen die sogenannte Casinos-Affäre, wo es um einen mutmaßlichen Deal zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic geht. Ich sage gleich dazu, alle bestreiten da jegliches Fehlverhalten. Aber es wird auf Hochtouren ermittelt und ist kein Ende in Sicht, da können jederzeit spannende Dinge ans Tageslicht kommen. Das andere ist eine Affäre, die Strache vielleicht in gewisser Weise noch mehr wehtut, das ist die sogenannte Spesen-Affäre. Da wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß und wofür Heinz-Christian Strache in seiner Zeit als FPÖ-Chef den Geld von der Partei bekommen hat und auf welche Weise er das unter Umständen abgerechnet hat. Und da geht es dann schon um so Dinge wie einen Wohnkostenzuschuss in nicht zu geringer Höhe. Es geht um angeblich umgetauschte Rechnungen. Auch da Strache bestreitet jedes Fehlverhalten. Das ist aber was, was auch ins politische Mark gehen kann. Eines darf man dabei natürlich nicht vergessen. Strache tritt in Wien gegen seine bis vor kurzem Parteifreunde an. Die große Frage wird sein, was weiß da der eine vom anderen? Was hat der eine gegen den anderen in der Hand? Gibt es da im Hintergrund vielleicht eine Art Stillhalteabkommen aus beiderseitiger Sorge sozusagen? Wird es zu einer richtigen Schlammschlacht ausarten? Man kann gespannt sein. Bis jetzt weiß man es noch nicht, aber es geht ja erst richtig los. Wer wird dem wem mehr schaden, glaubst du, bei der Wahl? Sollte Strache den Einzug schaffen, wird er klarerweise die Stimmen in erster Linie der FPÖ, also Dominik Knepp in dem Fall, wegnehmen. Das wird das unmittelbare Match werden, quasi Bruderkrieg im blauen oder ehemals blauen Lager. Das Wohnen ist ja die große Sache jetzt derzeit im Vorwahlkampf schon, kann man sagen, Eva. Wie kann es sein, dass in einer Wahl oder bei einer Wahl in Österreich ein Wohnsitzthema größer wiegt als ein Ibiza-Skandal, das ja wirklich ein unfassbarer Skandal gewesen ist? Für Heinz-Christian Strache nicht. Er hält ja nach wie vor das T-Shirt, das er in Ibiza getragen hat, für das größte Problem, was schon relativ viel sagt über sein mangelndes Schuldbewusstsein. Aber zu deiner Frage, der Wohnsitz spielt natürlich eine Rolle. Es ist eine Wiener Lokalwahl. Da kann aus guten Gründen nur jemand antreten, der auch in Wien wohnt. Und genau das muss bei Heinz-Christian Strache geklärt werden. Ist sein Hauptwohnsitz derjenige, für den es auch Zuschüsse gab, also der doch recht prachtvolle Wohnsitz in Niederösterreich, oder ist sein Wohnsitz eigentlich in Wien bei seiner Mutter? Und das ist geklärt worden. Da gab es eine Sitzung der Bezirkswahlbehörde, wo wenig überraschend die FPÖ als einzige Partei gegen Straches Antreten gestimmt hat, woraus sich schon Schlüsse ziehen lassen. Natürlich schadet Strache vor allem der FPÖ. Die beiden fischen im selben Wählerteich. Und die FPÖ war immer eine sehr starke Führerpartei, sehr stark auf die Nummer 1 konzentrierte. Das war in früheren Jahren Jörg Haider. In den letzten Jahren war das Heinz-Christian Strache. Alle dahinter, nichts für ungut, aber wer kennt Dominik Knepp, während Strache wohl jedem in Wien ein Begriff ist. Die FPÖ hat natürlich ein Interesse, dass Strache den Einzug nicht schafft, weil was droht dann? Dann könnte Strache auch wieder auf Bundesebene mitmischen und das will die FPÖ um jeden Preis vermeiden.
Sollte die FPÖ untergehen bei dieser Wahl oder sollte sie schwere Verluste einfahren, wird ja schon gemunkelt, dass Strache vielleicht zurückkehren könnte. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Boah, das halte ich jetzt noch für sehr spekulativ. Trotz allem, die Frage wird natürlich sein, ob, je nachdem wie das Wahlergebnis ausgeht, wie die FPÖ Wien ihre Zukunftschancen mit Dominik Knepp sieht. Also wenn er sollte er tatsächlich untergehen, dann wird dort natürlich eine Obmann-Debatte losbrechen. Ob man in einer Situation, wo es laufende Ermittlungsverfahren gibt, vielleicht einen laufenden Urschuss gibt, noch, ob man in so einer Situation einen Heinz-Christian Strache an die Spitze zurückholen kann, müssen sich andere überlegen, klarerweise, ist aber wäre doch ein glaube ich, politisch gewagtes Kunststück, aber ja, das heißt ja nicht, dass es nicht für alle Zukunft ausgeschlossen wäre. Wenn viel Wasser die Donau runterfließt, wird auch viel vergessen in diesem Land, wie wir wissen. Aber Eva, was sind denn die Beweggründe von HC Strache? Warum tut er sich das nochmal an? Ist es das Geld, das noch winkt, das Politikergehalt? Das wohl einerseits. Zweitens hat er ganz sicher eine Art Aufmerksamkeitsdefizit. Also er hat das sichtlich immer genossen. Er ist eine Rampensau und er vermisst sicher das Scheinwerferlicht. Es gibt allerdings schon Erinnerungshilfen an all das, was strafrechtlich relevant ist. Es gibt Ermittlungen, es wird der Untersuchungsausschuss auch wieder seine Arbeit aufnehmen. Es gibt auch da Dokumente. Also ganz so leicht, wie er sich das offensichtlich vorstellt. Es ist ein bisschen Wasser die Donau hinuntergeflossen. Niemand weiß mehr, was eigentlich in Ibiza passiert ist, und eigentlich war das doch irrelevant. So leicht ist es nicht. Auch deshalb schreiben wir diese Geschichte, um noch einmal in Erinnerung zu rufen und auch noch einmal darauf zu verweisen, was ist da eigentlich passiert, was stimmt von seinen Rechtfertigungen, nämlich er hat eigentlich nie etwas Illegales getan, und was kann da noch alles auf ihn zukommen. Und all das wird im Wahlkampf natürlich eine Rolle spielen, gerade deshalb, weil es bisher rasend große, rasend prickelnde Themen ansonsten sind ja bisher nicht auszumachen. Genau, was sind denn die Themen, auf die HC Strache setzt? Ist es das typische Ausländerbashing? Erstens das, und zweitens kann seine Liste ja gewisse Rückschlüsse zulassen. Es findet sich da ein Sammelsurium an Corona-Leugnern, an irgendwie Chemtrails-Fans, an Menschen, die auf Demonstrationen antisemitische Slogans brüllen. Also er surft schon auf dieser Welle auch der Menschen, die mit dem Corona-Management der Regierung unzufriedener werden, und bringt dann natürlich andere Noten mit in den Wahlkampf hinein. Gerade in einer Phase im Herbst, wo die Wiener Wahl stattfindet, wo mutmaßlich die Infektionszahlen wieder steigen, wo mutmaßlich auch neuerliche Maßnahmen zusätzliche möglich sein werden, kann das natürlich auch ein Thema sein, an dem er quasi am extremistischen Rand mitspielt. In seinem Team fehlen die großen Namen, das ist bekannt, aber es ist schon gebeutelt von Skandalen. Was ist denn mit diesem Team überhaupt zu holen? Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form auf das Team ankommt. In dem Fall, da kommt es auf eine Person an, das ist HC Strache. Wer da jetzt hinter ihm ist, das wird niemand wahrnehmen. Er muss halt eine Liste einreichen und die muss er entsprechend auffüllen. Umgekehrt kann man sagen, auch bei der FPÖ Wien fehlen die großen Namen. Es gab neben HC Strache und Norbert Hofer durch die Bundespräsidentschaftswahl und Herbert Kickl als Innenminister gab es eigentlich wenig große Namen in der FPÖ, und Kickl und Hofer treten nicht um den Wiener Bürgermeister an, und damit ist es Dominik Knepp, und da gewinnt HC Strache zumindest das Match um den größeren Namen jederzeit. Wenn man sich HC Strache jetzt so anschaut, die große Karriere, die er hinter sich hat, inwiefern ist denn sein Ego vielleicht auch ein bisschen geknickt jetzt schon, dass er sagt, okay, jetzt probiere ich es wirklich nochmal? Naja, er war sichtlich rasend gern Vizekanzler. Er hat das richtig genossen. Und jetzt werden halt auch Dinge aufgearbeitet, die für ihn unangenehm sind. Es war immer ein FPÖ-Slogan, unser Geld für unsere Leute. Mit den ganzen Spesenaffären bekommt er eine ganz neue Bedeutung, wer nämlich mit unsere Leute gemeint werden sollte. Und das, der Stefan hat es zuerst schon gesagt, trifft natürlich die FPÖ-Wählerschaft ins Mark. Also bizarrerweise haben bei den vergangenen Wahlen, bei der Nationalratswahl, bei der Europawahl, der Ibiza-Skandal an sich die FPÖ-Klientel gar nicht so sehr gestört. Was richtig, richtig zum Abwandern der FPÖ-Wähler geführt hat, das waren die Spesenaffären. Und natürlich hat Strache ein Interesse, sich reinzuwaschen, da quasi wieder mit einem guten Ruf darzustellen. Ob das gelingen wird, daran wage ich allerdings wirklich zu zweifeln. Spesen, Ibiza, Wohnsitzdebatte. Wer soll denn HC Strache noch überhaupt irgendwas glauben? Das
wird sich zeigen, wie der Wählerzustrom ausschaut. Also es gibt sicher Leute, die das alles nicht stört. Es gibt viele Leute, die sind der Meinung, in der Politik gibt es ohnehin immer nur Skandale. Alle anderen sind genauso. Das ist auch ein durchaus ein Punkt, von dem die FPÖ in der Vergangenheit immer wieder profitiert hat. Und also es wird nicht so sein, dass jetzt niemand hat die Strache gewählt. Das glaube ich nicht, sondern es wird viele geben, die denken sich, die anderen machen es genauso, die anderen machen es vielleicht noch schlimmer, der gefällt uns wenigstens, den kennen wir. Also man kann schon gespannt sein, ob er den Einzug schafft. Vorerst haben sicher mal auch die anderen Parteien im Wiener Rat das Interesse daran, dass es diesen Zweikampf gibt zwischen FPÖ und Strache, weil die können sich eigentlich zurücklehnen und schauen, was da passiert. Und wenn der eine den anderen was wegnimmt, wird es die eher freuen. Sollte Herr Strache den Einzug jetzt tatsächlich nicht schaffen in Wien, zieht er sich dann komplett zurück aus der Politik oder kann er es einfach nicht gut sein lassen? Das ist bei ihm schwer zu sagen. Er hat sich ja vor einem Jahr schon für alle Zeit und endgültig zurückgezogen. Wir haben bemerkt, wie viel dieses Versprechen jetzt wert war. Ob es ihn dann noch einmal juckt, bei einer allfälligen Nationalratswahl anzutreten, die wäre allerdings planmäßig erst in 4 Jahren. Bis dahin sind, man weiß es nie genau, Gerichtsverfahren können lange dauern, aber bis dahin sind sie vielleicht abgeschlossen. Also das ist wirklich schwer zu sagen, wie sehr wird Strache dann noch interessieren, wie ist dann die Politlandschaft. Das ist schwer zu sagen. Für Wien, glaube ich, lässt sich festhalten, er hat sicher einen Fanclub noch in Wien. Wie groß der ist und wie groß er werden kann, das werden wir bei der Wahl sehen, zumal auch viele Methoden, auf die Strache sonst in Wahlkämpfen gesetzt hat. Große Auftritte am Viktor Adlermarkt, sonstiges Remi-Demi in Corona-Abstandszeiten schwer oder gar nicht möglich sind. Also das sind ganz, ganz viele Unbekannte und gerade deshalb ist es eine spannende Frage. Und es wird ein spannender Politherbst werden, das ist fix. Alles zum Thema HC Strache bei der Wienwahl lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.